wie ist die Stimmung hier? Super, genial. Stimme fehlt. Ja, genau. Ihr wart so laut. Ja, genau. Und wir haben auch mitgekriegt, dass einige der gegnerischen Fans bei uns nachher mitgemacht haben. Super. Ja, tolle Stimmung war es. War ja fast ein akustisches Battle. Wir haben da nicht viel mitgekriegt, wir haben nur unser Gesang gehört. Den haben alle gehört. Sehr gut, das soll's sein. Oh Mann, Jan! Ja, okay, okay. Das habt ihr so gerockt von der Tribüne da oben. Ja, die haben euch zwar wieder in die Ecke verbannt, aber ihr wart nicht zu stoppen. Das ist sehr schön, sehr schön. Ich sag nur Itzehoe 2.0. Sieger, Spitzenreiter, jawoll! Glückwunsch! Wie habt ihr den Schalter umgelegt? Ja, Basti hat die richtigen Worte gefunden, ne? Also unsere Defense war einfach in der ersten Halbzeit nicht stark genug, muss man ehrlich sagen. Die haben viel zu offene, also viele Korbleger gehabt, viel zu viele offene Dreier und wissen, dass die Dreier treffen und das war nicht gut und wir haben es einfach in der zweiten Halbzeit versucht umzusetzen und es war, ja, hat gut geklappt. Starke Teamleistung, ihr habt dann auch wieder Defense-Leistung gezeigt in der zweiten Hälfte. Was hat dir den Ausschlag gegeben? Für uns die Defense auf jeden Fall, also das ist ja unsere Stärke und ich glaube, wir sind sogar das beste Defense-Team. Und das war in der zweiten Halbzeit, weil das so deutlich geworden ist, hätte ich jetzt einmal nicht erwartet. Ich habe auch gar nicht drauf geguckt. Auf einmal gucke ich rauf, 15 Punkte, war ganz schön, ja, war krass. 13 Punkte Sieg nach einem 11-Punkte-Rückstand. Ja, ja, ich glaube, das ist immer so. Ich glaube, wenn wir gegen Itzehoe zurückliegen in der ersten Halbzeit, dann gewinnen wir das Ding. Also, so kommt es mir immer vor. Er macht das immer so, auch auswärts. Ja, genau, sieht's aus. Danke. Ach, super, super. Wir haben ja vor dem Spiel gesagt, ich weiß nicht genau, was da rauskommt. Und also unglaublich, irgendwie so ein Spiel wie letztes Jahr, ne? Erst hinten gewesen mit 10, 12, keine Ahnung und dann zweite Hälfte sowas von gedreht. Ich glaube, wir haben fast mit 20 gewonnen, unglaublich. 13 Punkte vorstellen. Ja, aber es waren also gefühlt 30 Punkte zurückgekommen. Super, echt, richtig geil. Did it cost a lot of power to win here? Oh, it did, because first half we played terrible. We didn't come aggressive like coach wanted to. They came here playing for their lives, but then in the locker room at halftime, coach was like, guys, we're better than this. We came back second half, we played hard, knocked some threes down and then we were able to win. Yeah, and you made it over a good defense power in the second half. Yeah, we just play harder. Like, we play our kind of basketball, Rostock basketball. We play defense, we run the ball, and we made some shots. And you had some luck too. You made everything, almost everything you tried. This is my job. I told Nico at halftime, I played terrible first half, second half, I'm going to come out and get some points, and I did. So you're happy? Very happy. First place, we beat our rivals, couldn't be more happier. Great fans are here, I love it. Tim Bam, was für eine Leistung. Hier war es so heiß in der Halle. Gerade die erste Hälfte war ja auch ein Battle auf akustischer Höhe. Wie geht's dir? Ja, gut, ne? Wir haben, sagen wir mal so, was ja schon so langsam typisch wird für die Rostocker hier, den Rückstand noch aufholen können. Ich fand, es war eine super Teamleistung in der zweiten Halbzeit. Ne, brauchen wir jetzt keinen herausheben. Wir haben endlich mal gut getroffen mit einer guten Wurfquote. Das haben wir dann gesehen in der zweiten Halbzeit. Ne, dann können wir auch den Rückstand noch umdrehen. Gerade als ihr im Rückstand da, hast du dreimal ganz tolle taktische Fouls gezogen. Inwieweit hat Taktik hier einen Ausschlag gegeben? Ja, ich denke, die Taktik, muss man ganz klar sagen, war nebensächlich heute. Weil es ging eigentlich nur darum, ja, wir mussten kämpfen. Wir mussten uns einfach wieder reinbeißen in das Spiel. Und erste Halbzeit war Itzehoe einfach die heißere Mannschaft. Die hatten richtig Bock. Uns hat das so ein bisschen aus dem Rhythmus gebracht. Und zweite Halbzeit haben sie dann nicht mehr mithalten können, als wir unseren Rhythmus gefunden haben. Dann waren wir heiß, dann haben wir die wichtigen Plays gemacht. Und dann waren sie einfach auch verunsichert. Ne? Wir hatten dann unser Selbstbewusstsein zurück und das haben wir dann ausgespielt. Ja, die hatten dann auch nur noch als Notbremse dann auch noch ein paar taktische Fouls zu ziehen, aber sind gar nicht wieder richtig ins Spiel gekommen. Ja, das war dann auch, wir haben dann einfach auch gut verteidigt. Wir haben dann den Leuten, die bei Itzehoe dafür verantwortlich sind, zu scoren, wenn es drauf ankommt, denen haben wir es schwer gemacht. Die mussten schwere Würfe nehmen, manchmal gegen zwei Mann. Und natürlich, dann leidet das Selbstbewusstsein. Und wenn dann die Anführer nicht treffen, dann muss die zweite Garde. Und wenn die verunsichert sind, das war unser Spiel dann einfach. Dann hatten wir sie in der Hand und dann haben wir es auch zum Glück deutlich zu Ende gebracht. Bei dir habe ich gesehen, dass in der Körpersprache im vierten Viertel du noch voll heiß, aggressiv und auch voller Kraft warst. Das heißt, du bist zurück? Ja, natürlich. Ich hatte richtig Bock. Ne? Ich habe so lange draußen gesessen und auf der Couch gegammelt. Jetzt wird es auch mal wieder Zeit. Ne? No. Somehow we all, I don't know how, but we always managed to rally together after the second half. You definitely managed. Mm-hmm. Oh, yes. Yannick, big ball, second half. I don't know how many threes he hit, but good job, Doc. Yeah, but you made the defense strong and you got the rebounds in the second half again. Oh, yeah. Me and Evo, like, that's our thing. We bring energy on defense, rebounds, stops, charges, whatever we need. Can we say double beast power? Oh yes, double beast mode for sure. Letztes Jahr um diese Zeit Freuden, Tränen, jetzt sehe ich nur noch ein breites Grinsen.
Ja, absolut. Also Erinnerungen wurden irgendwo wieder wach. Diesmal nicht ganz so emotional wie letztes Jahr, weil es da um viel mehr ging. Aber ja, es war wieder unglaublich, wie wir das wieder umgebogen haben. Vielleicht muss das so sein, dass wir in Itzo immer erst zurückliegen, zweistellig. Aber irgendwas in mir hat immer gesagt, das wird wahrscheinlich wieder klappen. Und als wir dann rankamen im dritten Viertel und dann vorbeizogen, da wusste ich, das klappt wieder. Da bist auch selbst du emotional geworden, oder? Ja, absolut. Also ich war oben drin, mitten in unseren treuen Fans. Das war absolute super Stimmung. Je näher wir rankamen, desto lauter wurden die Defense-Rufe wieder. Es war unglaublich. Und die ganzen Dreier, die wir getroffen haben, also das war wieder ein Fest. Also wer heute hier in Itzo nicht dabei war, hat was verpasst. Euch hat es ja auch sicher Nerven gekostet und du hast die richtigen Worte in der zweiten Halbzeit gefunden. Ja, ich fand es einfach nicht akzeptabel, wie wir in der ersten Halbzeit verteidigt haben. Kompliment an Itzo, die haben da Kapital rausgeschlagen, aber die Mannschaft war für mich gerade defensiv in der ersten Halbzeit nicht zu erkennen. Daran habe ich einfach appelliert. Ich fand nicht, dass wir großartig was verändern mussten. Wir haben einfach zu viele leichte Punkte abgegeben und haben uns zu sehr auf die Distanzwürfe fokussiert im Angriff. Daher war der Rückstand zu erklären. Ich hatte aber keinen Zweifel, dass wir die Qualität besitzen, da uns davon zu erholen, weil einfach nur ein paar Kleinigkeiten korrigiert werden mussten. Das hat die Mannschaft in der zweiten Halbzeit eindrucksvoll untermalt und auch entsprechend umgesetzt. Von daher ist der ganze Credit dann natürlich bei der Mannschaft zu suchen. Fast wie im letzten Jahr. Ja, gute Defensivleistung in der zweiten Halbzeit mit 24 Punkten, die wir zugelassen haben. Da gehen natürlich vorne die Bälle auch rein. Ja, großes Kompliment. Ich glaube, wir haben einen Schalter gefunden. Und jetzt wird es für uns wichtig, zum Ende der Saison, der regulären Saison, 40 Minuten komplett mal zu spielen, um uns entsprechend auf die Playoffs vorzubereiten. Ich würde sagen, ihr seid vorbereitet, ihr seid auf jeden Fall auf Platz 1 und da wolltet ihr hin. Ja, erstmal wollten wir mindestens auf Platz 8, das konnten wir glücklicherweise schon vor ein paar Wochen umsetzen. Das war für uns das Allerwichtigste, weil wenn man auf die Tabelle guckt und heute wieder auf die Ergebnisse, da ist keiner sicher. Das gibt uns natürlich ein bisschen Ruhe und ein bisschen können wir auch Sachen mit ein bisschen mehr Gelassenheit angehen. Im positiven Sinne, aber die Mannschaft ist so hungrig, ich glaube, das hat man heute auch gesehen und hat so viel Selbstvertrauen, dass wir natürlich jetzt noch mehr wollen. Der nächste Punkt war für uns Heimrecht in der ersten Runde oder die Top 4. Ich glaube, das haben wir mit dem Sieg heute schaffen können. Jawohl. Und jetzt wollen wir natürlich auch gucken, was noch nach oben geht, bevor es dann in die Playoffs geht. Ihr habt ja keinen Doppelspieltag gehabt wie die anderen. Hat das hier eine Rolle gespielt, dass die anderen vielleicht von Freitag dann müde wurden in der zweiten Hälfte? Kann durchaus sein. Es ist schwierig, gerade ein Auswärtsspiel, was so weit entfernt liegt, zu bestreiten. Mit den Reisestrapazen und dann zwei Tage später gleich nochmal antreten zu müssen. Itzehoe hat aber in der ersten Halbzeit wirklich ein sehr, sehr energiegeladenes Spiel zelebriert, muss man fast sagen. Von daher weiß ich nicht, ob in der zweiten Halbzeit der Saft ein bisschen ausgegangen ist. Ich glaube, wir haben auch viel damit zu tun gehabt, weil wir einfach einige Sachen, die für Itzehoe, ja, ich sag mal, zu Erfolg geführt haben, in der ersten Halbzeit in der zweiten Halbzeit weggenommen haben.